Oh gut, dann können wir das hier gleich mal entdecken. Testen mal, ob da jemand ist. So wie es aussieht, ist da keiner. War das? Okay. Helguts Grab entdeckt. Oh. Das hört sich böse an, Helguts Grab. Werden wir auf jeden Fall noch mal reingehen jetzt irgendwann. Aber erstmal töten wir die drei Kompagen, die wir umbringen müssen. Karte noch mal. Gut, wir sind auf dem besten Weg. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Doofe Bienen mit ihrem blöden Honig. Lassen wir die Spielchen. Ihr werdet Himmelsrand nicht. Du wirst Himmelsrand nicht lebend. Ja, also Klappe, du Wicht. So, Ruhe geben hier. Gab es einen kräftigen Hieb auf den Kopf. Warum hat uns der eine Typ eigentlich angegriffen? Ist dann runtergefallen. Naja. Er ist in die Klippen gefallen und gestorben. Er hatte einen nassen Tod. Hat aber verdient. Er hat uns ja auch angegriffen, ne? Selber schuld. Selber schuld. Okay, jetzt muss ich gucken. Ich bin sichtlich verwirrt. Gehen wir hier richtig? Naja, sehen wir ja. Wir gehen einfach mal weiter. Mann, die erschrecken mich immer. Die kleinen Viecher. Du nervst. Hör auf zu laufen. Oh, wunderschön der Blick, ne, von ihr. YouTube ist doch wunderschön. Wieder. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, weil wir gehen hier auf den Berg rauf. Wenn wir jetzt falsch gehen, dann beiß ich mir den Arsch. Aber nur wenn ich das schaffe, da rumzukommen. Ich warte mal kurz. So, damit das mal hell ist. Ich habe Angst im Dunkeln. Ah, schön. So, jetzt müsste ich doch mal bald da sein, oder? Warum verfolgst du mich schon die ganze Zeit?
das denn da hinten? Aha. Und nochmal getroffen. Jetzt treffe ich ihn, glaube ich, nicht mehr. Da lädt seine Energie auf, seht ihr das? Mal gucken, was er hier so... was er hier so fabriziert hat. Ah, wusste ich doch. Okay, wo ist denn das hässliche Ding? Hä, wo ist der abgehauen oder was? Okay. Dann können wir das ja hier unten abbauen, wenn der abgezischt ist. Ja. Urige Krumm haben wir da. Urikakiholum Erz, wie auch immer das heißt. So, dann wollen wir hier mal weitergehen. Trollfett. Mehr kriegt man bei den Dingern nicht. Naja. Naja. Das will man auch erwarten. Okay, da drüben ist ein Bär. Den knallen wir mal von hier einen in den Latz. Getroffen. Zack. Ah, noch mal ein bisschen Bogen spannen. Mal gucken, ob wir ihn jetzt treffen können. Zack. Da haben wir ihn. Können wir mal da vorne noch mal, wo der Bär jetzt war. So, die baut hier rum. Ich hab mich voll erschrocken gerade. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern, aber auch... Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Okay. Welche Lieferungen bringt ihr nach Hochrotka? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Okay. Das könnte ich für euch erledigen. Wirklich? Ja. Das wäre nett von euch.
Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Okay, könnt ihr mir etwas über Hochrottner erzählen? Ich war schon oft im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Okay, gibt es etwas, worauf ich beim Aufstieg aufpassen sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Okay. Dankeschön. Seid vorsichtig dort oben. Ja. Schönen Tag. So, wir gehen erstmal den Höhlengang an, Höhleneingang entdecken. Da wir ja gerade den Bären hier erlegt haben. Diesen Kollegen hier. Na? Oh süß. Guck mal, wie er da liegt. Oh, kuschi, kuschi. Okay, da meine Eisenpfeile will ich wieder haben. Kieferspitzhöhle entdeckt. Interessant. Oh, schön, toter Honignussschnitte. Okay. Hört sich lecker an. Oh, goldener Smaragd drin. Das ist ja schön. Gibt es hier noch irgendwo einen Toten? Ah, hier, genau vor unseren Füßen. Backkartoffeln brauchen wir nicht. Ein Dietrich, dann eine Eisenpfeil, das ist interessant. Man haben zwei Leute so einen kleinen Bären nicht geschafft, süß. Naja, wir sind ja auch mit einer besseren Rüstung unterwegs als die. Ich kann ja mal gucken, habe ich ganz vergessen. Wie viel haben wir eigentlich Rüstungswert? 375, boah, das ist schon ganz ordentlich. So, hier ist wohl... Was ist hier los?